Liebe Leute, willkommen zurück zu Sekiro. Seid ihr bereit? Ich nicht. Egal, wir düsen los. Ich muss erstmal schauen, wie das hier nochmal geht. So, wir probieren es nochmal mit der Dame hier. Wir haben ja jetzt die Axt. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Das war doof. Ah, okay. Also ist ein extrem starker Schlag. Wir müssen das nochmal machen, weil ich brauche jegliche Form der Gesundheitsregeneration. Auch wenn das bedeutet, dass wir ihn nochmal töten müssen. Ich mag es ja total, wenn man die einmal so hat und dann den Final Kill macht, wie die Kamera reinzoomt auf diese Fratze von denen. Ne? So richtig Fratze ist das richtige Wort dafür. Das gefällt mir sehr. So, ich habe mir ein kleines Video angeschaut. Ich schau mal, ob ich hier irgendwas tun kann. Wie so oft, diese Tipps-Videos sind wahrscheinlich dann schon rausgepatcht worden. Da bestand die Möglichkeit, dass man sie in diese Ecke drängt und dann kann sie sich quasi daraus nicht mehr befreien. Was? Ja, das werde ich nicht schaffen, aber das ist ein ganz guter Moment, um reinzukommen. Narawa.
Run, Forrest, run! Ja, die Ottos sind halt krass im Weg jetzt, ne? Sollen wir aufstehen? Mara on the dance floor. Okay, das probieren wir gleich nochmal. Ja, ich glaube, die tatsächliche Schwierigkeit im zweiten Run ist es, diese Magie abzuwehren. Und das. Oh Gott. Das ist halt so unnötig, ne? Diese ersten Treffer. Ja, nee, mach mal nochmal. Bring mich mal um. Bin unzufrieden. Sterben. Komm mal her jetzt. Nee, nochmal. Das war schon sehr gut, aber dieses in dem Moment, in dem sie den unteren starken Angriff macht, muss ich dran denken zu springen. Ich vergesse das jedes Mal. Das ist zu schaffen. Weg. Ha, 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 ha.
やるじゃないか、せがれ殿。ならば、我が幻に惑え。高みの見物と、しゃれこもうか。Hallo. Ich muss die Pfeiler nutzen, um dem Zeug dazu entkommen. Ohohoho. Komm mal her jetzt hier. Was ist denn jetzt? Ach, komm doch nicht. Trink mal einen Schluck. Aua, Rücken. Ah, trink einen Schluck. Weg, weg, weg. Warte mal, ich kann ihren Zauber unterbrechen, habe ich das richtig gesehen? Wir stehen auf, wir stehen auf. Let's go. Ist da. Komm her. Das war sehr knapp. Genau die falsche Ecke der Säule genommen. Nochmal. Fratze. Okay.
Yaruじゃないか, Segare-donno. Narava, waga maboroshi ni madoe. Tanoshinde okure, Segare-donno. Och, come on, ey. Lass mich aufstehen. Ich muss laufen. Schieß. Mara, Mara, komm. Das schaffen wir. Ich brauche zu dem Zeitpunkt noch einen Gesundheitstrank, um mich eben vor diesem Zauberangriff davon heilen zu können. Ihr Moveset durchblicke ich jetzt. Die Schwierigkeit sind wirklich diese Zauberangriffe und denen lange standzuhalten. Springen.
Weg, 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 weg! Trink, trink, trink. What? Okay, wir haben einen Drink. Yaru janai ka, Segare donno. Mado, nicht einmal getroffen. Komm, Schnips, Schnips, Schnips. Ding doch. Stehen auf. Weg, 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 weg.
laufe da immer genau rein, ne? Das ist ein anderer Angriff als der erste. Wir haben sie fast, Leute. Wir haben sie fast. Mada, mada. Nochmal. Ja, der ist der gleiche. Mich noch nicht erwischt. Nee, nochmal. Hat schon blöd angefangen. Ich habe das Gefühl, Sekiro ist eher ein Spiel, was man nachts spielen sollte. Ich weiß nicht, wie ihr da seid, aber nachts ist man irgendwie ein bisschen relaxter, was solche Sachen angeht. やるじゃないか、せがれ殿。 ならば、我が幻に惑え。 高みの見物と、しゃれこもうか。 Schnips für mich. Songai ni yaru mono da na. Fukuro no segare yo. Thank you.
War viel zu knapp. Komm, 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 Schnips. Sehr schön. Weg, weg, weg. Wo ist die Magie? Wo? Da. So nicht. Nein! Das hätte ich ganz gern noch vermieden jetzt zum Schluss. Spannung. Komm, Schnips für mich. Wo ist sie? Da ist sie. Gute Nacht. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Okay. Der Phantomschmetterling war eine erfahrene Illusionistin. Sakura-Tropfen, ein hellroser Kristall, der entsteht, wenn ein unsterblicher Eid nicht geknüpft werden kann. Erhöht die Auferstehungsmacht für eine zusätzliche Auferstehung. Die Versprechen der Unsterblichkeit zum Erlangen der Auferstehungsmacht können nur mit Hilfe eines göttlichen Erben. Okay. So, und wo geht's jetzt hin? Du hast einen starken Gegner besiegt, gegen du jetzt erneut an deiner Erinnerung antreten kannst. Danke. Nope. Geht's hier jetzt auch raus? Ah ja. Gib mir mal ein paar Fotos.
私のため、そなたは戦ってくれた。捨ておくことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。Wir haben es geschafft. So, jetzt weiß ich nicht, weil es hieß ja, ich kann diese Kraft erlangen, indem ich die Erinnerung schaffe. Ich glaube, das heißt aber rückwirken, ne? Weil das habe ich ja jetzt schon geschafft. Was machst du? Ah, du bist es. Für die Untersuchung des Bushido, habe ich die Blut bekommen.血の塊。はい。咳と共に出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかし、これだけでは定かには。できることはあるか。流骸にかかったものが吐いた血の塊。それがもっとあれば、より詳しい調べをできます。流骸にかかったものがいれば、当たってみよう。お願いします。Wie, dann sollen wir die fragen, ob wir ein bisschen Blut haben können? Deva, mata. Omae-san mo kita no ka? Nigiyaka na kotte.So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, welche Optionen wir denn noch haben, irgendwo hinzukommen, denn ich weiß tatsächlich nicht, wo es jetzt weitergeht. Die Option Angriffskraft verbessern wurde im Figur des Bildhauermenüs freigeschaltet. Du kannst dich jetzt Kampferinnerungen stellen, um deine Angriffskraft zu steigern. Reflexion der Kraftmenü wurde freigeschaltet. Okay, warte mal. Reflexion der Kraft, da geht's das. Angriffskraft verbessern. Erinnerung stellen Schmetterling. Wie, das muss ich jetzt nochmal machen, um dann stärker zu werden? Verstehe ich das richtig? Kampf mit einem starken Gegner erneut erleben. Wir probieren es jetzt. Ah, nee, okay. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Der Phantomschmetterling wurde vom Pflegevater des Wolfs als einer seiner Lehrer in Shinobi-Techniken ernannt. Ihre Lehren waren nicht von der sanften Art. Der einzige Weg, Shinobi-Techniken wahrhaft zu verstehen, ist ihr Einsatz im Kampf. Wir haben sie zerfetzt, sagen wir, wie es ist. Das kann man jetzt alles so poetisch darstellen. Wir haben sie zerfetzt. Ganz einfach. Was haben wir hier? Wir haben hier nur zwei Punkte. Da sind wir gerade. Das haben wir abgeschlossen. Das ist die Erinnerung. Und jetzt müssten wir eigentlich hier lang, oder? Beim letzten Mal war da auch etwas, aber da fehlte da eine Brücke. Also keine Ahnung. Wir schauen uns da jetzt mal kurz um. Ansonsten jederzeit würde ich schauen. Denn wir kamen beim letzten Mal darüber. Jetzt ist die Frage, kommen wir irgendwie von dieser Seite daran? Wieso kann ich auf diesen Baum? Ist das nur zum Ausweichen? Oder wieso kann ich dahin? Ich muss irgendwie dahinter, bin ich der Meinung. Genau, hier waren wir. Da haben wir diesen General erledigt. Und dann ging es da nicht weiter, bin ich der Meinung. Aber das kann es ja nicht sein. So, da hinten sind wir losgegangen. Durch das Tor geht's offensichtlich nicht weiter. Boah, du kommst aber erstaunlich nah.
Das ist... Ich wünsche wirklich jedem, dass er dieses Spiel erleben kann. Und damit rede ich eigentlich nur von der Spielbarkeit. Wenn man einmal in diesen Rhythmus reingekommen ist. Und es ist nichts anderes als ein Rhythmusspiel. Kein Jump'n'Run offensichtlich. Ist das vielleicht der richtige Weg? Hier oben lang? Nee. So, wir schauen nochmal eben. Ja, das muss hier ja irgendwo hinführen. Das ist ja nicht... Weil das zeigt mir auf, dass es da weitergeht. Da komme ich nur so nicht einfach hin. Das ist meine Sorge. Ich komme da auch nicht rauf. Ich komme zurück. Aber bis da hinten runter wird sehr schwierig. Wobei das schon sehr einladend aussieht. Da rechts führt wohl ein Weg entlang. Oder zumindest ein Stückchen vom... Plateau, aber auch das bringt mir nichts. So, die Seite haben wir jetzt abgedeckt. Das heißt, die eine Option, die wir jetzt haben, ist dahinter. Da, wo wir ursprünglich gespawnt sind. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der wäre hier vorne und hier fehlt, glaube ich, die Brücke. Hier wäre eine Brücke. Die ist leider nicht da. Auch da sieht das sehr gut aus. Würde auch Sinn machen, dass wir dahin möchten. Da komme ich auf direktem Weg aber nicht hin. Auch da drüben sieht das jetzt nicht danach aus, als ob da man da hin könnte, bis auf der Punkt dort. Oh, lass uns einfach fallen, würde ich sagen. Problem gelöst. Wer sieht uns hier? Was war das? Danke, schätze ich. Irgendeine komische Echse. Sehr gut. Was denn jetzt? Oh, die Meldung kommt ein bisschen spät, glaube ich. Oder? Was denn jetzt? Ich sollte mich doch eher mehr über Spiele informieren, bevor ich sie spiele. Was war das denn? Ha!
soll ich denn jetzt hin? Nein! Was soll ich denn da machen? Keine Ahnung. Muss man einfach nur schnell sein? Gefühl, ich habe da drüben recht viel verpasst, aber da war leider kein hohes Gras. Alter, was geht denn hier ab? Okay, da haben wir so einen großen, zwei normale, da unten nochmal zwei. Oh. Dieser Mann. Das war nix. Sieht absolut nach Bosskampfarena aus. Mich da noch irgendwie rauf. Oh ja, die muss ich ausschalten. Wo bist denn du? Ah, hier, hier, hier. Nicht. Jetzt er. Rüber, rüber, rüber. Schnell, 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 schnell. Den haben wir. Erstmal auslöschen, bevor ich mich dem Großen stellen kann. Ich hoffe, der kommt hier nicht rauf. Wobei der, glaube ich, gerade eben hier drauf stand, ne? Da. Komm her.
Hallo. Oh, hast du Glück gehabt? Wie so ein Riesenbaby. So, das hätten wir. Ist schon lustig, wie leicht diese normalen Soldaten plötzlich sind, wenn man erstmal gegen so einen Schmetterling oder gegen so einen komischen Trinker gekämpft hat. Also wie dann dieses, ah ja, ich muss nur diesen Schlag abwehren und dann geht's weiter, plötzlich ist. Also, das ist schon echt verrückt. Man fühlt sich wirklich mächtiger. Am Anfang dachte man noch so, oh, ob ich das hinkriege oder so. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich kann alles erreichen. Jetzt kommt doch hier schon. Jetzt kommt doch ein Bosskampf. Kann mir doch keiner erzählen. Das ist doch viel zu groß, die Fläche. Und meine Sorge. Meine Sorge ist, dass ich dann das gesamte Schlangending neu machen muss. Wie kann ich das denn machen? Ich warte, bis er mich so angreift. What? Ich weiß beim besten Willen nicht, wie es gehen soll. Ich kann dem nicht mal ausweichen, ne? Ich wüsste nicht, wie. Ne, wir sterben. Ich will wissen, wo der Rücksetzpunkt ist. Weil wenn ich jetzt nochmal alles durchgehen muss, wie bei der Schlange, dann könnte das mit Abstand der nervigste Rücksetzpunkt sein. Oder aber das ist ein einmaliges Ding mit der Schlange und man kommt jetzt problemlos hier vorbei und kann sich den Rest anschauen. Sieht ganz gut aus, oder? Okay. Ja, keine Ahnung, wie man diesen Reiter da erledigt. Ich probiere es jetzt noch einmal, um da so ein bisschen was zu verstehen, aber so auf den ersten Blick ist er extrem groß, extrem schnell, er hat extreme Reichweite und ich kann ihm nur schaden, wenn ich hinter das Pferd komme, ohne getroffen zu werden. Und er hat zwei Todesschläge und hier hänge ich jedes Mal fest. Oh. Mich nicht umwerfen. Wäre ganz cool, wenn es eine Abkürzung gäbe dahin. Schau mal gerade, ob es hier irgendwie eine Ausweichmöglichkeit gibt oder so. Ich glaube aber, der rennt alles um. Also irgendwas.
keine Ahnung. Das check ich mal mit uns. Also ausweichen ist hier nicht viel. Ich würde gern mal ausweichen, wenn der kommt, dann ist es nicht so problematisch. Ich glaube aber, so die Geschwindigkeit macht es schon, also ihr seht's ja, ich komme da gar nicht von weg. Das ist das Einzige. Ansonsten scheint ja sehr machbar, wenn das deine einzigen Dinge. Vielleicht muss man sich einfach treffen lassen. Keine Ahnung. Also das ist das Einzige. Ich weiß nicht, wie ich seinen Schlägen ausweichen kann. Ob das mit Springen geht, vielleicht finden wir beim nächsten Mal heraus. Ich glaube, das wäre jetzt auch zu viel, das noch 100 Mal zu probieren. Bis dahin, liebe Leute. Ciao.